Servus Guys, euer Sweaters am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Damit herzlich willkommen heute, ja, zu einem weiteren Felde-Video. Ja, Jungs, ich weiß in letzter Zeit ziemlich oft, aber es gibt eigentlich ziemlich viel noch über dieses Turnier so zu erzählen. Und heute geht es mal eigentlich darum, so was an Felde so teilweise Fake ist. Ich meine jetzt mal nicht die ganzen Teilnehmer, ich meine jetzt mal nicht irgendwelche Beefs, die da vorgefallen sind, ich meine jetzt mal nicht Leute, die da nicht mitgespielt haben, sondern jetzt eigentlich mal so ein bisschen die Regeln von Fatal. Was heißt die Regeln, Jungs? Die Regeln kennt ja eigentlich jeder von uns. Man hat seinen Starspieler, wenn man mit dem ein Tor schießt, kriegt man mehr Münzen, als wenn man mit einem normalen Spieler aus seinem Team ein Tor schießt, um sein Team dann am Ende abzugraden. Am Anfang startet man ja mit 10 Silberspieler, um sein Starspieler rein, um dann am Ende immer wieder zwei Paare zur Auswahl zu stellen. Und dabei gibt es eigentlich bei diesem kompletten Prozess gibt es mehrere komische Sachen, die ich jetzt dabei einfach mal ganz kurz kritisch beäugen werde. Folgende Sache ist: Viele YouTuber, wenn raus ist, dass sie bei Fatal mit dabei sind, bauen sie schon mal ihr Team mit den ganzen Silberspielern und machen einen Livestream, wo sie Testspiele mit diesem Team absolvieren. Jungs, sie machen auch vor den sogenannten Aufnahmen, machen sie ja auch Testspiele mit den Teams, um dann warm zu sein. Und da frage ich mich mal ganz ehrlich, wer sagt denn, dass sie jetzt nicht eine komplette Aufnahmesession machen, um sich dort die besten zwei Spiele rauszupicken, wo sie vielleicht jeweils 10-0 gewinnen? Und das dann hochladen und dann das dann so ausgeben, Jungs. Denn sind wir mal ehrlich, ich kenne so gut wie keinen YouTuber, der das jemals in der kompletten Fatal-Historie nachgewiesen hat, dass er mit seinem Team vielleicht nur, also dass er mit seinen Spielern nur 10 Spiele absolviert hat oder so. Ja, man muss es ja einfach mal so sehen. Die können sich ja die besten Spiele quasi in Anführungszeichen rausschneiden, um dann dort bestmöglich abzuschneiden. Wäre jetzt eigentlich mal so ein ganz logischer Gedanke. Wie viele Streamer haben schon in ihren Streams Testspiele bei Fatal etc. etc. gemacht? Und damit meine ich eben nicht die, bevor es gegen die YouTuber geht, sondern auch die, wo sie noch mit einem Silversquad angetreten sind. Manche haben ja, wie gesagt, schon vor der Aufnahme gesagt, ja Jungs, ich habe mich jetzt erstmal zwei, drei Spiele mit dem Team warm gespielt. Yo, da fragt man sich wirklich, was ist da jetzt eigentlich noch so wirklich dran an dem Können? Die suchen vielleicht so lange, bis sie irgendeinen Lappen online finden, und zwar einen richtigen Lappen, den sie dann 10-0 abziehen können. Jetzt kommt natürlich der ein oder andere, aber es haben doch auch schon Leute in Fatal verloren oder auch mal eine nicht so gute Episode gehabt. Ja, warum werden sie das wohl gehabt haben? Das ist genauso wie das teilweise bei den Squad Builder Showdowns immer nur ein mittelguter Spieler abgestoßen wird, der ein bisschen was kostet und nicht die ganz heftigen. Es liegt nicht immer, muss man bei Squad Builder Showdown sagen, und vielleicht auch nicht bei Fatal in jedem Fall. Es liegt da in gewisser Weise sowas vor, dass das Ganze authentisch und real wirken soll. Nur das Problem bei der ganzen Sache ist, dass wenn sich das Konzept mal einer durchdacht hat, dass nie jemand nachweisen muss, wie oft er mit seinem Team und mit seinen Spielern gespielt hat. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Jetzt kommt wieder der ein oder andere, aber die müssen sich doch einspielen. Ja, wie gesagt, die können dir vor einer Aufnahme sagen, dass sie sich kurz vorher eingespielt haben, aber dass sie vielleicht kurz vorher mal 5-0 aufs Maul bekommen haben, und da ebenfalls vorher eine Begrüßung rausgehauen haben, das weißt du eben nicht. Und es wirkt ja schon komisch, wenn die YouTuber vor dem Fatal-Video erst die Begrüßung machen, quasi so davor geschnitten, und die dann absolut konzentriert dann dort sitzen, wie als wenn sie in eine riesige Aufnahmesession machen, wo sie dann am Ende nur die besten Sachen reinstellen. Es gab da schon komische Beispiele, wo da ein Phineas mal in einem Video die Aufnahme vergessen hat aufzunehmen und dann am Ende nur einen Bildschirm gefilmt hat, wo dann stand, dass er da 10-0 gewonnen hat und die ganzen Tore von den jeweiligen Spielern. Yo, ich würde jetzt nicht 100% sagen, dass das Fake ist, aber ich muss mal sagen, das tut schon den leichten Verdacht anregen. Jetzt geht's weiter. Eigentlich, was ich auch ziemlich komisch finde, sind teilweise die Paare. Manche YouTuber machen die echt fair. Manche YouTuber wiederum machen die so, dass es quasi nur eine offensichtliche Variante gibt. Gut, in manchen Fällen ist das ja auch nicht anders möglich, da die bestmögliche, also so eine krasse Variante zu nehmen. Aber in den Fällen, wo es möglich sein sollte, soll das auch ausgenutzt werden, dass das Ganze nicht so obvious wirkt, als wie wenn
ich jetzt mal ganz krass gesagt, ich stelle euch entweder der Herr und Bailly vor, oder wir nehmen heute mal ganz einfach den guten alten Kurt Suva und den guten alten Jack Butland. Ja, für wen würdet ihr euch dann am Ende entscheiden? Ganz extremer Fall. So extrem ist das ja noch nicht, aber in gewissen Fällen war das auch schon teilweise der Fall, dass es da quasi nur eine Variante gab, die wirklich Sinn gemacht hat und quasi halt für die andere Variante hat kein Schwein abgestimmt, weil sonst hätte der YouTuber mit einem absoluten Noob spielen müssen. Und das finde ich, könnte noch ein bisschen besser von dem einen oder anderen YouTuber damit einkalkuliert werden, würde ich jetzt mal am Ende sagen, Jungs. Ich wollte jetzt auch am Ende des Videos sagen, wenn euch diese kurze Real Talk gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne kostenlos. Vielen Dank für fast 790 Abonnenten. Wirklich mega, mega dankbar immer noch. Ich kann es einfach nicht fassen, wie aktuell abgeht. YouTuber, die nicht bei Fädle sind, wieder hochgeliked habt. Wie auch auf die anderen Videos wieder fast auf dem Gronkh-Video 100 Aufrufe gebracht habt. Jetzt sagt wieder einer, ja, ist nicht so heftig, 100 Aufrufe. Aber für mich, der aus der FIFA-Szene in die Meinungsblogger-Szene gekommen ist und sich alles quasi nochmal neu erarbeiten muss, ist das schon mal ein riesiger Schritt. Und ich möchte mich bei jedem bedanken, der mich supportet hat, der mich noch weiterhin supporten wird. Und bei den 1000 Abos, Jungs, gibt es auf jeden Fall was richtig Nices. Aber so weit will ich noch gar nicht denken, Jungs. Ich würde sagen, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, eins der letzten Videos auschecken. Und ich würde sagen, euer Sweater ist raus, Jungs, heute von einem etwas kürzeren Real Talk. Haut rein und ciao.